Hallo, mein Lieben, und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur dritten kleinen Schönbaufolge hier auf meinem Channel von Corazon Riendo. Mein Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch möchte ich mich auch für die letzten Folgen bei euch bedanken. Für die vielen Views, für die vielen Likes und für das eine oder andere Abo, was ihr mir hinterlassen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und heute machen wir genau da weiter, weil ich habe da noch Bock drauf und ich habe gedacht, während des Updates, wo ich dann sowieso nicht da bin, habe ich auf jeden Fall die Folge hier schon vorproduziert, damit ihr auch was zum Anschauen habt und damit wir auch Richtung Samstag, wenn wir dann den Livestream starten und uns dann das Update gemeinsam mal angucken, das auf jeden Fall hier noch ein bisschen Schönbau mit anschauen könnt, weil ihr habt ja die letzten Folgen wirklich gefeiert und ich habe auch da richtig Bock drauf. So, meine Lieben, was machen wir heute? Wir gehen auf jeden Fall heute vom Zoo, den wir so weit wie es geht ausgebaut haben, Richtung Museum. Und zwar habe ich dann schon angefangen, hier ein paar so die Slots hinzusetzen. Mittlerweile, muss ich euch ganz ehrlich sagen, arbeiten die Modder auch schon im Hintergrund. Das stelle ich dann immer wieder fest, weil es sind einige Dinge nicht mehr dort, wo sie eigentlich sein sollten. Ist aber im Prinzip gar nicht so schlimm. Gerade die Pflasterstraßen und so weiter und so fort, die musste ich vor uns erstmal suchen. Die waren bei mir zum Beispiel gar nicht mehr hier oben in diesem Schnellbaukasten drin. Dann habe ich dann mal so ein bisschen hin und her gesucht und habe dann festgestellt, die sind tatsächlich woanders hingekommen. Genauso wie meine schönen Kirschbäume, ne, und so weiter und so fort. Also ihr kennt euch da ja aus. Hier haben wir zum Beispiel die Kirschbäume, die sind jetzt zum Beispiel hier ganz links in der gemäßigten Zone drin. War bis letztens eigentlich auch nicht, weil mittlerweile, schaut mal, die kann man gar nicht mehr hier aufstellen. Und dann gibt es ja noch die sogenannte Stadtvegetation. Da gibt es jetzt die Kirschbäume mit Bänken. Das sind ja meine Lieblingskirschbäume und die stellen wir dann einfach hier vorne mit hin. Und wisst ihr warum? Dass die Leute, die vom Zoo Richtung Museum laufen, dass die sich hier ausruhen können. Ganz einfach. So, und dann gehen die hier rein, dann haben sie hier ihre öffentlichen Wege. Und dann kann man sich hier hin, ne, können im Prinzip machen, was ihr wollt, mit allen drum und dran. Könnt ihr mit verschiedenen Slots belegen. Ich werde dann dafür, vielleicht, ich empfehle euch, damit wir dieses symmetrische Bild nicht ganz verlieren. Da gibt es ja so verschiedene Einsätze, die man hier reinpacken kann ins Museum. Verschiedene alte Ornamente, verschiedene alte Skulpturen und so weiter und so fort. Und deshalb, ich würde da sagen, wenn ihr hier so eine Kuppel habt auf der linken Seite, dann seid so gut und baut auch dasselbe vielleicht identisch auf der rechten Seite mit der Kuppel, damit es immer so von der Symmetrie hat, damit sich das nicht so ein bisschen aus den Augen verliert. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn das links und rechts so ein bisschen gleich angelegt ist, aber ist nur eine Empfehlung, könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. So würde das bei mir erstmal aussehen, das Museum. Das kann man natürlich jetzt modular und baumäßig komplett erweitern. Da lasse ich euch absolut freie Hand. Das ist ja nur mal so als eine kleine Inspiration. Das soll von niemandem hier irgendein Maßstab sein. Im Gegenteil, wir sollten auch das Teil definitiv noch mit einer Bushaltestelle anklemmen. Die Bushaltestelle würde ich dann wie immer direkt hier in die Mitte positionieren wollen. Und zwar genau so, dass auch links und rechts wieder die schönen Pflasterstraßen dran vorbeigehen. Weil da habe ich ja so ein bisschen mein Steckenpferd gefunden. Und meine Lieben, was wir heute auf jeden Fall noch machen, ist ganz klar, ich habe ja letztens angefangen, hier über diese Gärten hier unten, ne, habe ich ja letztens ein bisschen angefangen, hier diese Beete so ein bisschen, ja, so ein bisschen zu sortieren, ein bisschen zu kreieren und so weiter. Und das fand ich auch sehr schön. Wobei das Thema würde ich dann hier unten auch belassen. Hier oben hat man dann so wie so eine kleine natürliche Allee, so einen kleinen natürlichen Park eingerichtet. Und mein Lieben, was haltet ihr denn hiervon, wenn wir hier auf der Seite so ein bisschen solche Gartenanlagen anlegen? Da machen wir es nicht so, dass wir hier die Pflasterstraßen komplett durchziehen. Können wir auch machen. Aber ich würde dann eher in den Außenbereichen so kleine Gärten anlegen, die ich vielleicht außenrum noch mit so zwei, drei, ja, mit so einem Pflastersteinweg noch, ich sag mal, außenrum bepflastern würde. Und dazu würde ich auf jeden Fall noch sehr, sehr gerne ein paar so die Bänke hinstellen. Hier oben zum Beispiel, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen, einen kleinen Aussichtspunkt. Das ist ja absolut prädestiniert, weil schaut mal bitte her, von hier einfach mal den Blick schweifen lassen, raus aufs Meer, einfach mal die anderen Inseln beobachten und so weiter und so fort, wenn dann das ein oder andere Schiff mal vorbeifährt, wenn wir dann wirklich auch mit der Bevölkerung so weit sind, dass wirklich hier auch reger Verkehr mit die Schiffe herrscht, dass man da mal das ein oder andere Schiff mal beobachten kann. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, selbst als kleines Kind habe ich das sehr, sehr gerne gemacht von solchen Aussichtspunkten, aber mal wirklich den Blick schweifen lassen und habe das auch einfach mal genossen, dass ich einfach mal ein großes Flugzeug beobachten konnte oder ein großes Schiff oder. Und da bin ich wirklich aufgegangen und das Thema möchte ich eigentlich hier auch so sehr, sehr gerne nochmal
nachbauen. Ich habe mir dann hier ausgedacht, hier auf der Seite mit den Pflasterstraßen. So hier. Und dann habe ich noch was entdeckt und zwar, Moment, irgendwo war es vor uns. Ich habe es irgendwo hatte ich es sogar entdeckt. Entschuldigt bitte. Ach ja, hier. Genau. Man kann hier, deshalb habe ich es nochmal hingestellt, diese drei öffentlichen Toiletten kann man hier so lassen, wie es ist. In der letzten Folge habe ich mich da so ein bisschen ausgetan. Gerade, ihr wisst schon, wenn man im Zoo ist, dann isst man gerne was, trinkt man gerne was und hat man seine Kinder mit dabei und so weiter und so fort. Und da hat man halt ein wirkliches, richtiges Problem. Und um die Insel nicht irgendwie voll zu müllen mit irgendwas oder irgendwie ne, wildfremd irgendwo hinzugehen, habe ich gedacht, ich mache das so ein bisschen wirklich extravagant und mache das ein bisschen ausschweifender. Ich würde aber sagen, hier auf der rechten Seite, das würde ich sehr, sehr gerne wegreißen, weil ich habe da noch was anderes entdeckt. Jedwede Unterstützung vermag es nicht, doch verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. Und zwar habe ich hier ganz, ganz dezent, schaut mal, na, ganz, ganz dezent hier einfach diese öffentlichen Toiletten gefunden, aber halt, die halt unterirdisch sind. Das ist für mich eigentlich der absolut perfekte Kompromiss. Die Insel wird nicht zugemüllt, was ganz, ganz wichtig ist. Und die Leute können ganz, ganz normal ihrem Geschäft nachgehen. Jetzt muss ich nur mal schauen, dass ich hier noch die Bäume nochmal finde. Genau so. Und die stellen wir dann hier einfach schön davor. So, und dann ist das gut. Und dabei möchte ich sie ja auch belassen, meine Lieben. Okay? So, und jetzt schauen wir uns mal. Jetzt gehen wir mal hier aus dem Blaupausenmodus raus. Schauen wir zumindest mal hier die Pflasterstraßen. Machen wir jetzt mal komplett fertig. Und dann, wie gesagt, also das lila Blumenbeet, das kann man hier alles so lassen, wie es ist. Ich wollte aber hier gerne dieses Thema aufgreifen und wollte hier auf jeden Fall mit diesen Gärten mal ein bisschen anfangen. Habe ich ja hier schon auf der linken Seite gemacht. Das machen wir auch hier so auf der rechten Seite. Und schaut mal, was haltet ihr denn davon, wenn wir hier so eine kleine Allee einbinden? Das Problem ist dran, dass das ein botanisches Ornament ist. Das heißt, das zählt leider nicht als Weg. Das Einzige, was wir machen könnten, hier ist zum Beispiel das schöne Heckenlabyrinth, dass wir das irgendwie mit einpflegen hier irgendwie. Zum Beispiel gegenüber vom Museum. Dass man zum Beispiel, wenn man keinen Bock hat, ins Museum zu gehen, dass man sich ja zum Beispiel halt in diesen Gartenanlagen erfreuen kann. Das geht zum Beispiel auch. Machen wir es mal so. Hier ist dieses kleine schöne Labyrinth. Gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. So würde ich das sehr gerne mal machen. Ne? So. Und dann würde ich auf jeden Fall wieder hier mit meinen... Nee, Moment, das ist zu viel. Das gefällt mir nicht. So würde ich das sehr gerne machen. Und das möchte ich hier so komplett dann umzäunen mit allem drum und dran. Wobei ich dann sage, dass diese Formschnittallee, die sieht zwar auch sehr schön aus und das kann man sich dann wirklich angucken, indem man hier durchschlendert und kann man wirklich hier schön seinen Blick schweifen lassen. Aber es fehlt noch was. Es fehlen doch die diversen Sitzmöglichkeiten, oder? Was sagt ihr? Es fehlen auf jeden Fall noch, richtig, es fehlen hier auf jeden Fall noch die Piazza-Bänke. Was seid ihr denn davon, wenn wir die teilweise hier hinten anlegen? Hier? Und dann hier vorne auf jeden Fall hier vorne noch mit einem Denkmal gestalten. So, hier. Na, da wird doch ein Schuh draus, oder? Was meint ihr? So, jetzt machen wir mal die Bäume weg. So, und dann gibt es hier ein schönes, einheitliches Bild. So können sich jederzeit die Besucher entscheiden. Wollen sie ins Museum gehen oder wollen sie nicht reingehen? Wollen sie sich hier ein bisschen vergnügen? Und so weiter und so fort. Ich würde dann hier trotzdem noch ein paar Gärten außen hinlegen. Das ist absolut perfekt, dieses 2x2-System hier. Und trotzdem sind es noch trotzdem sind noch Wege außenrum, gerade wegen die Busse, gerade wegen die Leute und so weiter und so fort. Ich finde das richtig gut. Dann basteln wir hier noch einen schönen Brunnen her. Und vielleicht noch ein Pavillon. So, und dann würde ich würde das dann eigentlich schon so belassen. Ich würde dann hier auch so eine schöne Baumallee gerade hinsetzen wollen. Na ja, so eine Bepflanzung. Können wir zum Beispiel... Halt, dass nicht alles gleich aussieht. Ne? Ein bisschen Gebüsche und hier so ein großes Gebüsch. Dann einfach so ein bisschen schön wild hier so. Darf auch ruhig ein bisschen was frei bleiben. Das ist absolut kein Problem. Und da bleibt halt irgendwas stehen. Und hier machen wir das genauso. Machen wir mal bis hier runter.
Hier können wir zum Beispiel mal ein paar Blumenbeete anlegen. Dann können wir hier zum Beispiel wieder dieses ganz normale Gebüsch setzen. Hier auch ein paar Pappeln hinsetzen, kleine Bäume und so weiter und so fort. Hier dann wieder große Pappeln, hier dann wieder ein Apfelbaum. Ja, damit es ein bisschen, damit es halt ein bisschen variantenreicher aussieht, damit es halt nicht alles gleich aussieht und damit es trotzdem halt, noch ein bisschen nach Entspannung riecht. Dann habt ihr schön ein bisschen so Waldallee, dieses Thema hier trotzdem dabei. Und wie gesagt, die Leute oder je nachdem, wer hier Urlaub macht, der kann hier trotzdem gemütlich langlaufen, kann sich hier gemütlich die ganze Vegetation anschauen, vor allen Dingen von verschiedenen Wäldern. Ich sage jetzt mal so richtiger Mischwald. Und wie gesagt, das Thema, das gefällt mir echt gut. Und ganz zum Schluss, darf ja nicht fehlen, ne? Es darf ja nicht fehlen. So, und die stellen wir dann, aber die mische ich dann gerne hier komplett aufstellen. Das würde ich gerne freilassen, weil hier kommt auf jeden Fall noch eine Pflasterstraße hin, damit es hier so wie so ein Kreuz ergibt. Ja, und so würde ich es dann belassen. Ja, hier fehlt vielleicht immer mal, noch ein Baum, aber ganz ehrlich... Ne, fehlt keiner. Sah nur so komisch aus. Hier fehlt noch einer. Ja, das könnt ihr dann nach Lust und Laune, könnt ihr das auf jeden Fall dann ein bisschen voll machen. Dann würde ich sagen, sieht das schon sehr, sehr schön aus. Und dann packen wir hier oben noch ein bisschen was hin. Ein Ringelblumengarten, auch sehr schön. Auch sehr schön. Wieder so ein bisschen Pflaster außenrum. So, na, damit sich die Leute dann einfach auch diese beschnittenen Flächen mal so ein bisschen anschauen können. Und was haltet ihr dann da davon, wenn wir hier einfach mit diesen Piazza-Bänken das dann einfach auf der Seite mal ein bisschen finishen. So, anschauen, hinsetzen, relaxen, trotzdem einen schönen Tag hier verbringen und so weiter und so fort. Und dann hier vorne, hier habe ich ja das Kreuzchen gebaut, denn hier kommt jetzt abschließend mein großer Markt hin. Aber meine Lieben, das machen wir auf jeden Fall nicht heute, sondern dafür denke ich mir noch zwei, drei Sachen aus. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Hier kommt auf jeden Fall, so kleine Marktstände hin, so kleine Souvenirshops. Bars und Cafés kommen hier auf keinen Fall hin. Dafür habe ich vielleicht auch noch ein bisschen was, mir noch was anderes ausgedacht. Es ist ja nicht hier unten nur gesagt, dass hier unten so ein kleiner künstlicher See angelegt ist, ne? Oder so ein kleiner, ich sag mal, so ein kleiner Teich. Wir könnten das ja auch woanders machen. Wir könnten ja zum Beispiel auch ähnlich, könnten wir das ja auch hier oben machen. Also zum Beispiel kurz vor dem Botanischen Garten, passt ja dazu, ne? Und Gartenlandschaft kann ja auch, kann ja ruhig so ein kleiner See oder so ein kleiner Teich dabei sein. Das sieht sogar dann im Botanischen Garten, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut aus. Ein schönes Kontrastprogramm. Und dann könnten wir sogar sagen, dass wir hier nach dem Markt auf jeden Fall hier noch so einen kleinen, wie soll ich das sagen, noch so eine kleine Teichanlage mit einbinden oder mit einbauen, so über eine Brücke. Dass wir hier zum Botanischen Garten laufen, würde mir schon sehr gefallen. Das Problem ist immer noch dran, denkt dran, man braucht trotzdem, um zu dem Garten zu kommen oder allgemein die Gebäude zu erreichen, braucht man trotzdem einen festen Weg dahin. Das heißt, man könnte es nur auf einer Seite immer mit einem Seeweg machen und auf der anderen Seite muss halt trotzdem irgendwie noch ein fester Weg mit angelegt sein. Aber so, meine Lieben, würde ich mal sagen, ja, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich würde auf jeden Fall nochmal schauen, dass ich hier... Es gab ja irgendwo noch diese ganz, ganz berühmten Aussichtspunkte. Ich weiß bloß nicht mehr genau, wo die drin waren. Die suchen wir gerade mal raus. Bla, bla, bla. Hier, Zeitungsstand, ne? Ja, tut mir leid, muss auch sein, ne? So, damit sie dann hier die aktuelle Tageszeitung mal noch lesen können, wenn sie es schon vorne nicht gemacht haben. Aussichtspunkte gibt es hier gerade. Ah, ich glaube, hier sollten die kommen. Elefantenbrunnen, der Traum vom Pflügen, das sind die ganzen Denkmale. Wie gesagt, das machen wir auch noch, alles kein Problem. Ne, das hatten wir schon. Stadtdekorationen. Hier ist die Bühne, Holzpavillon, Aussichtspunkt. Genau, das habe ich gemeint. Und hier sind dann die ganzen, hier sind dann so kleine Kiosks drin und so weiter und so fort. Oder hier Souvenirshops oder hier der Postkartenstand zum Beispiel. Und da würde ich hier unten auf jeden Fall in dem kleinen Platz, würde ich dann diese ganzen kleinen Gebäude reinmachen. Würde auf jeden Fall noch, ja, würde es noch ein bisschen schön ausstaffieren und würde auch noch ein bisschen Natur außenrum basteln. Aber mein Lieben, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Ich möchte hier auf jeden Fall, die Aussichtspunkte möchte ich auf jeden Fall hier ranbauen. Schaut mal, das ist doch wie prädestiniert dazu, oder? Machen wir mal ein Stück, ja, machen wir halt mal ein Stück weit hier auf der Seite weg. Das nützt leider nichts. Ah, der lässt sich gerade mal nicht entfernen. Und dann würde ich sagen, basteln wir hier
ein, zwei Aussichtspunkte hin. Vielleicht wird dahinter noch ein oder zwei Pavillons. Ja, damit es den Leuten auch, die sich hier aufhalten, damit es denen richtig gut geht. Dann würde ich mal sagen, säumen wir das alles noch mit ein paar Sonnenschirmen. Nee, Gepäckwagen, nee, Bühne passt überhaupt nicht hin. Souvenirladen, nee, das möchte ich auch nicht. Eine Fotoecke könnte ich mir auch noch sehr, sehr gut vorstellen. Hier zum Beispiel, sehr schön. Und hier unten dann hier. Und den Rest, meine Lieben, machen wir dann ein bisschen grün. Und zwar gedämpftes Grün. Ich hätte dann gerne diese kleinen Beete oder das Gras sogar. Grasgebüsche, ja, diese Beete. Das hätte ich ja sehr, sehr gerne angelegt. Und zwar, das merken wir uns mal hier. Blumenbeet auf der Seite. Und zwar kommt erstmal hier ein großer, breiter Weg hierher. So, das wird hier nacheinander angebunden. Und hier in der Mitte kommen die Beete rein. Hier auf der Seite auch. Und der Weg, ach, der geht leider nicht weiter, ne? Schade. Gut, dann machen wir es so. Dann legen wir den hier hinten an. Und geht der Weg hier weiter. Das passt auch. Das hier verbinden wir. Und hier kommt auf jeden Fall, machen wir hier wieder diese Beete hin. So. Sehr schön. Okay. Weil so ein bisschen grün, währenddessen man sich ausruht und bis er so die Umgebung genießt, finde ich schon gut. So, und hier oben haben wir auf jeden Fall noch so ein bisschen Gebüsch hin, damit das alles so ein bisschen ab vom Schuss ist. Und hier, wie gesagt, können wir auf jeden Fall wieder die ganze Allee mit meinen Lieblingsbäumen können wir auf jeden Fall zumachen. Wenn man gerade hier reinkommt, So, dann schaut mal. Also gerade wenn man hier reinkommt, würde ich dann sagen, na, hier kommt man vom Zoo. Hier seht ihr, wie die Bushaltestelle, ne, perfekt angebunden, funktioniert schon sehr gut, keine Angst. Geben wir dann allen noch speziellen Namen. Könnt ihr gerne die Kommentare reinschreiben, wenn euch dann Namen dazu einfallen. Alles kein Problem. Und dann kommen wir halt hier ganz normal gelaufen in Richtung des Museums. Und dann hätten wir hier die Aussichtspunkte. Also ich finde das ein geiles Kontrast, weil alleine, man muss ja nicht ins Museum laufen, alleine wenn man als Ausflugsziel zum Beispiel Nachmittag noch Richtung die Ausgucke läuft, beziehungsweise Richtung die Aussichtspunkte, finde ich das nochmal richtig geil. Man kann ja auch ein Selbstporträt machen lassen und so weiter und so fort. Ja, und von dem Grünzeug hier außenrum, beziehungsweise von der Begrünung, ja, hier auf der Seite halte ich noch nicht so viel. Ich würde dann hier das hier, würde ich auch noch wegreißen und würde das auf jeden Fall noch mit die Blumenbeete auf jeden Fall noch vervollständigen. Und jetzt, also meine Lieben, ganz ehrlich, perfekt, oder? Ja, absolut. Ich gerade noch mal so hier und dann perfektes Thumbnail. Okay, so, dann gehen wir mal wieder raus, würde ich sagen. Ja, kann man eigentlich lassen. Wie gesagt, das hier würde ich auf jeden Fall noch gerne wegreißen wollen. Das würde ich dann noch hier mit den Beeten noch vervollständigen. Dann sieht das auch noch was aus. Und dann kann man auf jeden Fall sagen, dass man hier dieses Thema mit diesen Aussichtspunkten und der Begrünung auf jeden Fall ein bisschen von dem Museum trennt. Ich würde dann vielleicht sogar so weit gehen, dass ich so einen kleinen künstlichen Zaun noch anlege, sodass man so ein bisschen so eine räumliche Trennung hier irgendwie darstellt. Aber so, was haltet ihr davon? Ich finde das schon mal für die ersten Ansätze auf Corazon Riendo richtig, richtig gut. Die nächste Frage wäre, was machen wir denn hier in der Mitte? Also ich habe schon wirklich zwei, drei Möglichkeiten oder zwei, drei Ideen. Das dauert aber ein ganz schönes Stück, ehe ich das rausgebaut habe. Ich würde dann zum Beispiel, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, hier wegen dem Botanischen Garten, wegen diesem Thema, wollte ich ja hier so einen kleinen künstlichen See anlegen. Was haltet ihr dann davon, wenn wir diesen See zu einem richtig großen See machen? Auf diesen großen See dann ja ein oder zwei exklusive Restaurants platzieren. Ja, da müssen wir dann halt irgendwo noch ein Lagerhaus hinbauen und so weiter. Das sehe ich alles ein. Das Lagerhaus können wir dann aber richtig schön umzäunen mit diesen industriellen Ornamenten. Schaut mal, die Ziegelmauer ist dann eigentlich dafür zum Beispiel wie prädestiniert. Die können wir dann schön außenrum bauen und können trotzdem noch das Lagerhaus für die zwei Restaurants auf jeden Fall noch betreiben. Das wäre kein Problem. Oder wie gesagt, oder wir bauen einen großen Park hier rein. So einen richtig, richtig großen Stadtpark.
Aber wie gesagt, wenn ihr euch daran beteiligen wollt, ich würde mich riesig freuen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wäre ja persönlich für den großen See, weil sowas habe ich noch nie gebaut. Und da würde ich auf jeden Fall so 2-3 kleine Gimmicks noch mit einbauen. Gerade die Restaurants, wie wir die so auf dem See platzieren, mit ein bisschen so Bäumen außenrum, wird mir schon gefallen, wenn wir das so in die Tat umsetzen. Wisst ihr, was ich meine? So, und wie gesagt, Zeitungsstände ist alles soweit klar. Das passt auch eigentlich alles. Und dann können wir dann mit die ganz normalen MIDI-Kanäle auf jeden Fall weiterwerkeln, weiterbasteln. Und dann hier unten, bevor es dann hier reingeht, gibt es dann solche spezielle, da gibt es dann so Bögen. Uns hatte ich sie. Ne? Vor uns habe ich sie gefunden. Ja, sowas, ne? So einen ähnlichen Torbogen. Den können wir dann anstelle von der Pflasterstraße halt hierher bauen. Das Coole ist dran, wir haben zwei Pflasterstraßen. Das heißt, eine Pflasterstraße zählt als Straße, die andere Pflasterstraße zählt als Ornament. Wenn wir die dann ne, ein Stück weit entfernen und dann halt so einen Bogen rein integrieren, ist auch nicht schlimm. Aber der Bogen signalisiert, ihr seid fast mit der Route durch. Ihr könnt euch entweder jetzt nochmal auf dem See vergnügen oder zum Beispiel im großen Stadtpark. Oder ihr geht halt nochmal rein in den Botanischen Garten und lasst euch da auch nochmal inspirieren, lasst euch da auch nochmal berieseln. Ne? Von vielen, ja, ich sag mal, von vielen schönen Ecken, die wir dort dann reinbauen. Egal, ob es Natur ist, egal, ob es so ein bisschen so Mischbäume sind, egal, ob es so ein bisschen grün ist und so weiter und so fort. Also, ja, wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. So, dann waren wir hier eigentlich so weit durch. Also wir haben hier ganz schön viel geschafft. Also so viel auf einer Schönbauinsel habe ich bis jetzt einmal gebaut. Das war in der ersten Season, in der ersten Staffel auf Holiday Island. Und hier, wie gesagt, Corazon Oriente entwickelt sich immer mehr zu einer eigentlichen, zu einer wirklichen Schönbaumetropole. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich würde auch so an Häusern oder an der Bevölkerung würde ich gar nicht mehr bauen wollen. Es sei denn, ihr sagt, oh du könntest an der Mitte vielleicht nochmal 3x2 Hotels hinziehen, sodass wir dann wie so eine kleine Hotelkette hier in der Mitte aufbauen. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel so hier. Das ginge ja alles, dass wir dann hier in der Mitte sagen, na, das hier zum Beispiel hier noch ein paar so der Hotels, 3x2. Und das können wir dann auch besäumen, dementsprechend mit vielen kleinen Denkmälern, dann noch mit ein oder zwei Bushaltestellen oder zwei Hotels außen. Da kann man noch so ein bisschen so ein See rumbasteln oder, dass die halt zum Beispiel mit einem Pool angebunden sind. Die anderen, die haben dann zum Beispiel wieder die Möglichkeit mit sehr vielen Bänken oder einem kleinen Park. Also, wie gesagt, die Möglichkeiten sind hier so vielfältig, unglaublich. So, mein Lieben. Grün hätten wir, das hätten wir auch. Das hätten wir auch besprochen. Weiter geht's in der nächsten Folge. Wie gesagt, weiter geht's entweder in der nächsten Folge mit dem Botanischen Garten oder ich würde dann sagen, wir packen dann in der nächsten Folge auf jeden Fall Richtung Markt und schauen mal, was dann der Markt, wie wir das aufbauen, wie wir das handeln. Ich denke mal nicht, dass diese kleine gedachte Grenze, die ich ja gesetzt habe durch diese Pflasterstraße, dass das ausreichen wird, um unseren Hunger nach Souvenirs, unseren Hunger nach kleinen Präsenten, die wir dann unseren Bekannten, Lieben oder unseren Freunden und Familien mitbringen würden, dass das hier ausreicht. Aber das sehen wir dann in den nächsten Folgen. Meine Lieben, bis hierher, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder mit dabei seid. Ich denke mal, 2-3 Folgen wird es auf jeden Fall noch dauern, sodass ich mir die Metropole so erstmal so einrichten kann, wie ich mir das vorstelle. Und dann schauen wir mal, was wir noch mit dem Rest von Corazon Oriente anstellen. Okay? Dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao.